Guten Abend, herzlich willkommen zur Zeit im Bild 2. Die Corona-Zahlen steigen wieder deutlich, zeigen die Statistiken. Ist denn da kein Ende in Sicht? Knapp 2600 Neuinfektionen gab es heute und 16 neue Todesfälle. Aber der Weg für die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz ist jetzt frei. Flucht in den Tod. In einem Schlepperkleinbus im Burgenland wurden 29 Flüchtlinge gefunden, zwei davon nur mehr tot. Millionenshow. Kauft sich die Politik mit Werbeinseraten um steuergeldfreundliche Berichterstattung? Dazu und zur aktuellen Regierungskrise ist der ehemalige Kanzler und SPÖ-Chef Christian Kern im Studio. Es ist der höchste Wert an Neuinfektionen seit dem Frühjahr. Knapp 2600 Corona-Ansteckungen wurden seit gestern registriert, klar über dem Durchschnitt der letzten 7 Tage. Die Zahlen steigen also wieder, wobei sie regional sehr unterschiedlich verteilt sind, weil das die meisten Infektionen gibt es derzeit in Oberösterreich, Salzburg und Niederösterreich. In 7 Bezirken liegt die Inzidenz mittlerweile sogar über 400. In mehreren Gemeinden gibt es deswegen jetzt wieder Ausreisebeschränkungen. Im Krankenhaus liegen heute um 20 Corona-Fälle mehr. Auf den Intensivstationen ist die Situation derzeit aber stabil. Doch seit gestern wurden wieder 16 neue Todesfälle nach einer Corona-Infektion gemeldet. Klar ist aber seit heute auch schon, demnächst wird die viel diskutierte 3G-Pflicht am Arbeitsplatz tatsächlich kommen. Die Regierung hat sich dazu mit der SPÖ geeinigt. Die Corona-Station am Klinikum Klagenfurt. 10 Patientinnen und Patienten werden hier derzeit intensivmedizinisch behandelt. Das Durchschnittsalter liegt aktuell bei Mitte 40. Der Großteil von ihnen ist nicht geimpft. Für die Ärzte eine herausfordernde Situation, dass junge, bisher völlig gesunde Menschen so leiden und Wochen bis Monate brauchen, um wieder gesund zu werden. Schauplatzwechsel nach Wien. Vor knapp 3 Wochen wurde hier im Krankenhaus Barmherzige Schwestern Herr M. nach seiner Corona-Infektion entlassen. Seinen vollen Namen will er nicht öffentlich machen. Er lebt und arbeitet in Wien im internationalen Umfeld und erzählt uns auf Englisch, dass er seinen Impftermin aufgeschoben hat. Zu lange, das bereue er zutiefst. I was most of the summertime away from Austria. Die meiste Zeit im Sommer war ich gar nicht in Österreich und ich wollte die Impfung nach meiner Rückkehr machen. Ich habe gedacht, dass im Sommer die Fallzahlen ohnehin niedrig sind und wollte eben die Impfung lieber hier machen, falls irgendwelche Nebenwirkungen auftreten. Das war also meine Strategie. In genau der gleichen Woche, in der ich dann positiv getestet wurde, hatte ich bereits einen Impftermin. Aber mein Plan hat ganz offensichtlich nicht funktioniert. Appointment for the vaccine. So it seems that in the end my plan didn't work. Woher er das Virus hat, weiß der 44-Jährige nicht. I have no idea. Das positive Ergebnis eines Routinetests hat ihn völlig überrascht. Nach 8 Tagen mit Fieber und Gelenkschmerzen muss Herr M. schließlich mit großer Atemnot ins Krankenhaus und für 2 Wochen ans Sauerstoffgerät. Wie hier zu sehen in einem Video der Barmherzigen Schwestern. For me it was I would say around 3 days quite critical. Für mich war es 3 Tage ziemlich kritisch, weil mein Körper nicht wie gehofft auf die Sauerstofftherapie angesprochen hat. Therapy and it was kind of stopping to a certain level. Aber dann hat es angeschlagen und ich konnte wieder zu Kräften kommen. To recover. Fälle wie diesen wird es vermutlich noch viele geben, denn die Zahl der Corona-Infektionen steigt weiter an. Die nicht ausreichende Durchimpfungsrate ist laut dem Simulationsforscher ein Grund. Und jetzt kommen Faktoren wie die kalte Jahreszeit hinzu. Es ist eben jetzt so eine Entwicklung, die geht immer so mit Plateaus, aber konsequent nach oben. Und wie schnell das geht, ist sehr unterschiedlich. Und wie weit es geht, hängt eben sehr stark davon ab, wie wir mit dem Impfen weiterkommen, beziehungsweise wie viele Menschen immun sind. Allerdings sehen wir im Moment also noch keineswegs ein Ende dieser Dynamik nach oben. Um diesen Trend zu stoppen, sieht Popper nur eine Möglichkeit. Ich glaube, wir müssen jetzt schauen, dass wir eben bis im November es noch schaffen, dass viele Menschen davon überzeugt werden, dass Impfen eben die weitaus bessere Strategie ist. Warum? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man eben Nebenwirkungen hat, sehr viel niedriger ist, wie die Wahrscheinlichkeit, dass man schwer an Covid erkrankt.
Sportlich und gesund habe er das Virus unterschätzt, sagt Herr M. Für seine Behandlung im Krankenhaus ist er sehr dankbar und will jetzt andere davor warnen, die Impfung hinauszuschieben. Ich habe das Virus total unterschätzt, das kann ich allen mitgeben. Ich bin gar nicht glücklich darüber, ich hatte diese schlechte Erfahrung mit dem Virus. Also würde ich jeden und jede dazu auffordern, alle Sicherheitsmaßnahmen, die möglich sind, vorzunehmen und auch die Impfung in Anspruch zu nehmen, wenn sie das können. Dass noch viele mehr die Impfung in Anspruch nehmen, darauf zielt auch die geplante 3G-Regelung für den Arbeitsplatz ab. Die Koalition hat sich heute darüber mit der SPÖ geeinigt. Eine Blockade der Neuregelung im Bundesrat ist damit ausgeschlossen. Die teils zu getestet, genesen oder geimpft am Arbeitsplatz sollen in wenigen Tagen bekannt gegeben werden. Im Gemeindegebiet von Siegendorf an der Grenze zwischen dem Burgenland und Ungarn haben Bundesheersoldaten heute Mittag einen Kleinbus aufgehalten und in dem Fahrzeug 29 Männer entdeckt, offenbar Syrer und Kurden, und zwei von ihnen waren tot. Der Fahrer des Wagens, offensichtlich ein Schlepper, konnte flüchten, nach ihm wird seither gefahndet. Johannes Berterer über einen Fall, der dunkle Erinnerungen weckt. Heute kurz vor 13 Uhr im burgenländisch-ungarischen Grenzgebiet auf einem Güterweg in der Siegendorfer Pusta halten Bundesheersoldaten einen Kastenwagen an, der ihnen verdächtig erscheint. Der Lenker ergreift sofort zu Fuß die Flucht, nach ihm wird bislang vergeblich gefahndet. In den Kleinbus sind 29 Männer gepfercht, offenbar Syrer und Kurden, zwei davon sind tot. In diesem Segment der Schlepperei, in diesem brutalen Segment, drängen sich unweigerlich Gedanken auf zum Jahr 2015. Es ist aber auf der anderen Seite zu sagen, es ist natürlich absolut nicht miteinander vergleichbar. Aber auch damals sind viele Menschen ums Leben gekommen. Heute hat es zwei Menschen getroffen. Jeder ist natürlich zu viel. Im August 2015 kam es zur Tragödie von Pandorf, als insgesamt 71 Menschen tot in einem Lastwagen gefunden worden waren. Die Zahl der Asylanträge in Österreich ist nach aktuellem Stand aber nicht mit jener von 2015 vergleichbar. Nach dem Rekord von knapp 90.000 Asylanträgen im Jahr 2015 ist die Zahl der Asylanträge bis 2019 gesunken. 2020 ist sie leicht gestiegen und heuer wurden bis Ende August bereits rund 18.000 Asylanträge gestellt. Der leichte Anstieg lässt sich damit erklären, dass viele Migranten, die im Corona-Jahr 2020 am Balkan und in Griechenland festsaßen, sich mittlerweile auf den Weg in Richtung Norden gemacht haben. Das sagt der Migrationsforscher Gerald Knaus, der eine Parallele zwischen dem Fall von 2015 und dem von heute im Burgenland zieht. Was wir sehen ist, es ist uns bis heute nicht gelungen, die Verzweiflung und auch das Geschäftsmodell der Schlepper zu beenden. In diesem Fall besonders tragisch, weil es sich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit um Menschen handelt, die bereits in der Europäischen Union waren. Um die Schlepperei wirksam zu bekämpfen, braucht es eine geordnete und tragfähige Lösung des Flüchtlingsproblems, so Knaus, wenn schon nicht auf EU-Ebene, dann zumindest unter den EU-Ländern, die am meisten betroffen sind. Im ORF-Report unmittelbar vor der ZIB2 hat ÖVP-Verfassungsministerin Edtstadler neuerlich die Justiz kritisiert, vor allem weil tausende private Chatnachrichten aus den Ermittlungen an die Öffentlichkeit geraten sind. Das will Edtstadler künftig strenger gesetzlich regeln. Was wir aus den jüngsten Chats unter anderem gelernt haben, waren ja die bemerkenswerten Beziehungen zwischen Medien und Politik. Die Staatsanwaltschaft glaubt ja, dass die Tageszeitung Österreich das Finanzministerium mit guter Berichterstattung über Sebastian Kurz bestochen haben soll, um dafür teure Werbeanzeigen zu bekommen. Alle Beteiligten bestreiten das, aber dass in Österreich, dem Land, die Regierung sehr viel mehr Inserate schaltet als anderswo, das ist seit langem bekannt. Die Korruption aus der Politik fegen. Die neue Initiative Saubere Hände fordert heute in Wien strengere Antikorruptionsgesetze. Auch mit der, wie es die InitiatorInnen nennen, Inseratenkorruption müsse endlich Schluss sein. Und es gibt noch was, was wir brauchen, was wir, die Zivilgesellschaft, die Bürgerinnen ganz, ganz dringend brauchen. Und das sind unabhängige Medien. Und diese Unabhängigkeit muss dringend gestärkt werden. Deshalb sagen wir von Aufstehen auch Schluss mit der Inseratenkorruption. Und wir brauchen endlich eine neue Medienförderung.
Denn während die reguläre Presseförderung immer weiter sinkt und gerade einmal noch 8,7 Millionen Euro im Jahr beträgt, sitzt das Steuergeld bei der Inseratenvergabe, für die es keine klaren Regeln gibt, deutlich lockerer. Unter Bundeskanzler Werner Faymann gibt die Bundesregierung im Schnitt 1,3 Millionen Euro im Monat für Inserate aus. Unter Kanzler Kern sind es bereits 1,7 Millionen Euro. Unter Kanzler Kurz sind es dann 2 Millionen Euro pro Monat für Inserate. Bundeskanzlerin Bierlein und ihr Expertinnenkabinett kommen mit 1,3 Millionen Euro im Monat aus. Unter Türkis-Grün und Kanzler Kurz steigen die Inserate dann wieder rasant auf durchschnittlich 3,9 Millionen Euro im Monat an. Sowohl von der Presseförderung als auch den Inseraten profitieren vor allem die Boulevardzeitungen. Etwas, das auch die Staatskünstler, die sich an der heutigen Aktion Saubere Hände beteiligen, seit Jahren kabarettistisch und politisch verarbeiten. Diese chronische Krankheit, diese chronische Vergiftung ist in unserer Demokratie seit langem vielleicht zu einer ersten Blüte geführt worden, damit es nicht immer heißt, es ist alles so parteipolitisch unter dem sozialdemokratischen Bundeskanzler Faymann. Und der Herr Kurz, auch wenn er es nicht gern hört, hat sich als des Faymann gelehrigster Schüler erwiesen. Auf SPÖ-Kanzler Werner Faymann verweisen ÖVP-Vertreter dieser Tage tatsächlich gerne. Dieser hatte vor 10 Jahren selbst mit einer Inseratenaffäre zu kämpfen. Der Vorwurf, Faymann hätte, als er Verkehrsminister war, ÖBB und ASFINAG dazu gedrängt, großzügige Inserate an den Boulevard zu vergeben, um sein eigenes Image aufzupolieren. 2 Jahre später wurden die Ermittlungen eingestellt. Ich sage Ihnen die Wahrheit, es wird niemand gekauft in dem Land, es versucht niemand, jemanden zu kaufen, egal ob Sie mitregieren oder nicht mitregieren in diesem Land. Unter anderem zur Rolle Werner Faymanns als angeblicher Boulevardkanzler hat der Journalist und Autor Andreas Wetz recherchiert. Sein aktuelles Buch ist eine Anklage an die gesamte Politik, die sich mit Steuergeld Medien erkaufe. Was doch auffällig war und ist, dass Werner Faymann seinerzeit durchaus als Boulevardkanzler bezeichnet worden ist. Und im Laufe der Zeit haben sich die Ausgaben, die er getätigt hat, bis zuletzt, bis zur Regierung Kurz II inzwischen annähernd vervierfacht. Die Corona-Krise sei kein ausreichendes Argument für die zuletzt dramatisch gestiegenen Inseratenkosten. Das Interessante daran ist es nur, wenn man sich so eine oder andere Kampagne im Detail ansieht, dann entdeckt man Inserate, wo es nicht nur um die Empfehlung von Händewaschen oder Abstand halten geht, sondern Inserate wie zum Beispiel, wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten, Ihre Bundesregierung. Wie das argumentierbar ist mit dem Informationsauftrag, der im Gesetz verankert ist, ist mir schleierhaft. Ein vermeintlicher Informationsauftrag, der der Bundesregierung letztes Jahr über 40 Millionen Euro wert war. Und ich begrüße jetzt dazu bei mir im Studio den Vorgänger von Sebastian Kurz als Bundeskanzler und ehemaligen SPÖ-Vorsitzenden Christian Kern. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend. Herr Kern, wir reden dann gleich über Ihre Zusammenarbeit mit Sebastian Kurz damals, aber beginnen wir beim Thema Regierungsinserate. Ist da die Aufregung, die es auch in der SPÖ über Sebastian Kurz gibt, nicht ziemlich scheinheilig? Diese Regierungspropaganda hat ja de facto die SPÖ mit Werner Faymann erst erfunden. Erst als Wiener Wohnbaustadtrat, dann als Verkehrsminister und schließlich als Bundeskanzler. Und überall, wo Werner Faymann zu tun hatte, sind die Werbeausgaben explodiert. Also ich habe das jetzt nicht anhand des Beispiels Werner Faymann präzise nachverfolgt, aber was ich Ihnen sagen kann, ist, natürlich hat die SPÖ auch da eine Verantwortung. Sebastian Kurz hat ein System übernommen und zur Perfektion getrieben, das er vorgefunden hat. Das muss man sagen. Und es ist natürlich auch eine Erbsünde der SPÖ, dass man hier nicht entschlossener vorgegangen ist und das frühzeitig abgestellt hat. Sie haben gesagt, Sie wollten dagegen vorgehen und haben da auch was unternommen. Tatsächlich haben Sie als Kanzler im Bundeskanzleramt weniger Geld für Inserate ausgegeben als Faymann vorher. Aber Ihre gesamte Bundesregierung hat sogar deutlich mehr ausgegeben als die Regierung Faymann, nämlich um fast 50%. Warum eigentlich, wenn Sie die Inserate kürzen wollten? Ja, das Problem bei der Geschichte ist, das ist wie ein Drogenkonsument auf Entzug. Die Geschichte ist, dass in Wahrheit jeder Minister selbst über sein Budget entscheidet. Da entsteht eine Spirale. Jeder versucht, sich eine gute Position zu erarbeiten. Und als Bundeskanzler kannst du die Faust in der Hosentasche ballen. Du hast ja kein Durchgriffsrecht hier. Und das war der Grund, warum ich damals gesagt habe, das war auch mit Reinhold Mitterlehner so besprochen, wir machen es so, dass alle Inserate durch die Bundesregierung gehen müssen, durch den Ministerrat, da wird es transparenter, jeder muss vorher sagen,
was er möchte. Und vor allem gibt es ein Einstimmigkeitsprinzip. Das heißt, wenn irgendein Unsinn plakatiert wird, kann man das dann abstellen. Das ist dann aber auch verhindert worden, weil Richtung der entsprechenden Nutznießer dieser ganzen Regelungen ist dann kommuniziert worden, der Kern ist verrückt, der will euch das Geschäft ruinieren. Also es war eindeutig so, dass Sebastian Kurz eine Einnahmenquelle für Österreich zum Beispiel die Zeitung gewesen ist und wie eine Bedrohung. Gut, jetzt verstehe ich natürlich, dass Sie das auf Sebastian Kurz hin argumentieren, aber andererseits, die Stadt Wien wird seit Menschengedenken von der SPÖ regiert und zwar mit riesigen Mehrheiten und die Wiener Stadtregierung gibt für 2 Millionen Einwohner ähnlich viel für Werbung aus wie die gesamte Bundesregierung für 9 Millionen und Wien inseriert doppelt so viel wie alle 8 anderen Bundesländer zusammen. Gibt es dafür eine sinnvolle Erklärung? Also Sie haben mich nach der Praxis der Bundesregierung gefragt. Dazu kann ich aus eigener Wahrnehmung etwas sagen und Ihnen das beschreiben, wie das war. Ich halte das wirklich für ein Krebsübel der Demokratie, weil hier Medien missbraucht werden, sich missbrauchen lassen auch, die in Wahrheit eine wichtige demokratische Aufgabe haben, die sie nicht mehr erfüllen, nämlich die Kontrollfunktion, die Medien auch haben. Das sollte man nicht unterschätzen. Und ich kann nur deshalb sagen, also egal, ob das die Wirtschaftskammer ist, ob das ein Bundesland ist, ob das die Bundesregierung ist. Ich sehe da überhaupt keine Möglichkeit, Ihnen zu widersprechen. Sie haben mit Ihren Fragen völlig recht. Die allermeisten Inserate der öffentlichen Hand gehen ja in die 3 großen Boulevardzeitungen, Krone, Heute und Österreich, die haben auch die größte Auflage. Der Politologe Fritz Blasser nennt Österreich schon sehr lange eine Boulevarddemokratie. Hat er da recht? Da hat er wohl recht und die Dramatik ist ja, dass sich durch das Aufkommen von Social Media und den Echoräumen, die hier entstanden sind, hier noch einmal verstärkt. Also das ist sicherlich eine der großen Aufgaben. Wir müssen unsere demokratischen Institutionen stärken, unsere Infrastruktur im Land stärken und einer der wichtigsten demokratischen Infrastrukturen sind nun mal Medien. Und ich würde mir wünschen, dass es hier nach diesem Skandal, der es ja ist, in der Tat ein Umdenken gibt und man großzügiger hier auch den Meinungspluralismus in Österreich fördert und nicht zwingenderweise die halt die wohlwollende Berichterstattung willfährig bringen. Kommen wir zur aktuellen Debatte um Ihren Nachfolger Sebastian Kurz, der in Ihrer Regierung Außenminister war, damals noch nicht ÖVP-Chef. Jetzt haben Sie in einem Interview mit dem Falter dieser Tage gesagt, Kurz hätte die damalige Koalition von der ersten bis zur letzten Minute sabotiert, um erst ÖVP-Chef zu werden und dann die SPÖ zu zerstören. Kann das ein Außenminister wirklich? Naja, ich glaube, das ist ja erwiesen jetzt durch die Chats, wie das alles gelaufen ist, wo viele einzelne politische Projekte ganz bewusst zerstört worden sind. Und das ist natürlich nicht eine Einzelperson, sondern das ist sozusagen eine Gruppe, die diese Aufgabe gründlich erfüllt hat. Da haben ja etliche Minister damals sich auch in diesen Dienst gestellt. Und die Methode war klar, man wollte die große Koalition aus SPÖ und ÖVP als Streithanseln hinstellen. Man wollte zeigen, dass da nur gestritten wird. Man wollte zeigen, dass die Verhältnisse völlig zerrüttet sind, dass es Stillstand gibt. Und in Wahrheit war das das, was man jeden einzelnen Tag herbeigeführt hat. Und das kann man an einer Vielzahl von politischen Projekten herunterdeklinieren. Ganz prominent geworden ist jetzt die Frage der Ganztagskinderbetreuung und des Rechtsanspruchs darauf. Gut, aber tatsächlich gab es ja immer wieder Konflikte in dieser Regierung und es gab Konflikte innerhalb der ÖVP, das wurde alles berichtet. Und tatsächlich war ja Sebastian Kurz zweifellos populärer als sein Parteiobmann Mitterlehner. Ja, zweifellos, ja. Also wo ist das Problem? Also dass es eine Fraktion in einer Partei gibt, die sagt, wir hätten lieber einen populäreren Parteiobmann, mit dem wir die nächste Wahl gewinnen können, ist ja nicht unanständig. Ja, nein, aber ich finde, in der Politik geht es auch um andere Dinge, als bloß einen eigenen kurzfristigen persönlichen Vorteil zu erwirken. Und eine Partei wie die ÖVP, die seit 75 Jahren eine staatstragende Partei ist, muss einen anderen Anspruch haben. Jetzt mal ganz ehrlich, in der SPÖ wurde wenige Monate davor Werner Faymann als Parteichef gestürzt. Sie waren nicht völlig unbeteiligt daran, Sie sind immer sein Nachfolger geworden. Er ist ja auch nicht ganz freiwillig zurückgetreten. Kommen solche Machtkämpfe letztlich in Parteien nicht immer wieder vor? Da geht es ja schließlich um politische Macht. Und auch wenn man sich die permanenten Querschüsse gegen die aktuelle Parteichefin der SPÖ in den letzten Monaten anschaut, inwieweit ist das besser? Nein, da haben Sie recht, sowas kommt immer wieder vor, ist gar keine Frage. Und Politik ist kein Kindergeburtstag. Also das muss jeder wissen, der sich da in das Geschäft hineinbewegt. Nur problematisch wird es in einer Demokratie, wenn jemand vorne steht, für den der Zweck alle Mittel heiligt und das einzige Mittel der eigene Machterhalt ist. Und dann sieht man ja, wie diese Gruppe aus jungen Männern hier agiert hat, indem man frauenverachtend aufgetreten ist, indem man die Kirche gedemütigt hat und sich sadistisch daran erfreut hat, dass die noch Angst haben, indem man Wirtschaftsforscher um ihre Existenz bringen wollte, indem man Landeshauptleute als alte Deppen bezeichnet hat und die Fäkalsprache möchte ich jetzt vor dem Publikum auslassen. Das hat schon eine ganz eine
andere Dimension. Und ich sage Ihnen, ich bin wirklich nicht zimperlich. Ich habe viel gesehen in meinem Leben, aber das war mir neu. Jetzt, dass Sie Sebastian Kurz nicht mögen, ist nicht weiter überraschend und möglicherweise auch nicht weiter verwunderlich. Ihre Nachfolgerin Pamela Rendi-Wagner wollte vor einer Woche noch Bundeskanzlerin einer Vier-Parteien-Koalition werden, darunter auch die FPÖ von Herbert Kickl. Jetzt gibt es ja diesen alten Parteitagsbeschluss der SPÖ nicht mehr, wonach eine Koalition mit den Freiheitlichen völlig ausgeschlossen ist, sondern es gibt einen sogenannten Wertekompass. Der ist unter Ihrem Vorsitz erarbeitet worden. Inwiefern passt die FPÖ von Herbert Kickl plötzlich in diesen Wertekompass? Also meines Erachtens passt die dort natürlich nicht hinein, ist überhaupt keine Frage. Und gerade die Pandemiepolitik hat eigentlich gezeigt, dass man hier nicht sehr verantwortlich vorgegangen ist. Nur, wir müssen ja Folgendes sehen, wir haben jetzt die instabilste Situation in der Geschichte der Zweiten Republik gehabt. Wir haben innerhalb von 4 Jahren 2 Regierungen stürzen sehen, einen Bundeskanzler stürzen sehen. Und das alles war darauf zurückzuführen, das hatte einen Namen gehabt, ist ja nicht vom Himmel gefallen. Und dass man da gesagt hat, man versucht, dem System entgegenzutreten, Korruption zu beenden, dass man versucht, so ein paar Dinge zu machen, die notwendig sind, um Transparenz herzustellen, Amtsgeheimnis abzuschaffen, diese Inseratenfrage zum Beispiel durchzugehen, hätte ich für vertretbar gehalten, wenn es auf einen kurzen Zeitraum limitiert gewesen wäre. Im Übrigen, der Namensgeber der Doktrin, Franz Vanitzky, hat sich ähnlich geäußert. Jetzt gibt es in der SPÖ aktuell ja das massive Gerücht, dass Landeshauptmann Doskozil die Partei übernehmen möchte, zumindest aber nächster Spitzenkandidat werden will. Sie haben Pamela Rendi-Wagner in die Politik geholt, aber Sie beraten seit einigen Monaten Herrn Doskozil. Wäre er der bessere SPÖ-Chef und Spitzenkandidat? Also ich bin in der wirklich glücklichen Position, dass ich mir darüber den Kopf nicht zerbrechen muss, bin heilfroh darüber. Müssen Sie nicht, aber Sie tun es ganz sicher. ich tue das und behalte es wiederum für mich. Die SPÖ hat, glaube ich, viele gute Kandidaten, viele, die vielleicht noch gar nicht so bekannt sind. Die werden ein gutes Team formieren und ich wünsche Ihnen, dass Sie in Zukunft im Land wieder mehr zu sagen haben. Sie selber haben keinerlei Ambitionen mehr. Ich bin glücklich in meiner Unternehmerposition. Man lernt, dass man gar nichts ausschließen soll. Aber ich glaube, jetzt gilt es darum, die Veränderungen, die in unserem Land stattfinden, sozialdemokratisch zu gestalten. Und da gibt es viele, die voller Tatkraft in den Startlöchern schauen. Dazu gehöre ich nicht. Sagt Ex-SPÖ-Kanzler Christian Kern. Aus Termingründen haben wir das Gespräch aufgezeichnet und stark gekürzt. Das gesamte Interview können Sie nach der Sendung in der TVD sehen und im ZIP2-Podcast hören. Und wir haben auch heute wieder Sebastian Kurz ins Studio eingeladen. Er hat uns leider neuerlich abgesagt. Wir bleiben aber noch beim Thema Medien. In Deutschland gilt die Bild-Zeitung als das mit Abstand mächtigste Medium im Land und ihr Chefredakteur Julian Reichelt als der mächtigste und auch umstrittenste Journalist. Gestern Abend wurde Reichelt gefeuert. Es geht um Machtmissbrauch und Sexismus und um den Einfluss des großen Axel Springer Verlags, dem die Bild-Zeitung gehört und der jetzt auch in die USA expandiert. Andrea Reimoser und Paul Huemer sind im Bild. Julian Reichelt galt zuletzt als mächtigster Chefredakteur Deutschlands. Seit fast 20 Jahren war er im Axel Springer Konzern in unterschiedlichsten Funktionen tätig. Bild ist sein Leben. Erst vor wenigen Monaten startete er den neuen TV-Sender Bild Live. Doch er ist auch höchst umstritten. Bereits im Frühjahr berichtet der Spiegel über Reichelts Fehlverhalten. Die Liste der Vorwürfe ist lang. Sexismus, Machtmissbrauch, Willkürherrschaft. Sein Ruf ist beschädigt. Doch das interne Verfahren des Springer Verlags kommt zum Ergebnis, dass Reichelt seinen Posten als Chefredakteur behalten soll. Nach einer befristeten Freistellung kehrt Reichelt zurück und macht weiter mit seinem aggressiven Konfrontationsjournalismus. Ein Investigativteam um Juliane Löffler recherchiert aber über Monate weiter in der Causa Reichelt. Was wir jetzt mit der Recherche zeigen konnten, ist, dass es in der Tat Machtmissbrauch gegenüber Frauen gegeben hat und dass Julian Reichelt sexuelle Verhältnisse gehabt haben soll mit Frauen, die in einer Hierarchiebeziehung zu ihm standen und damit auch in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihm. Und dass das dazu geführt hat, dass Frauen unter diesem Verhältnis beruflich sowohl Vor- als auch Nachteile hatten. Die Mediengruppe Ippen, die unter anderem die Frankfurter Rundschau herausgibt, hält die eigenen Recherchen zu Missständen bei der Bild-Zeitung allerdings zurück. Als Mediengruppe, die im direkten Wettbewerb mit Bild steht, müssen wir sehr genau darauf achten, dass nicht der Eindruck entsteht, wir wollten einem Wettbewerber wirtschaftlich schaden. Lautet die Begründung. Der langjährige Beobachter der Bild, Moritz Czermak, sieht diese Vorgehensweise problematisch. Das zeigt auch, aus meiner Sicht zumindest, dass es
selbst bei Verlagen, wo ja auch finanzielle Mittel vorhanden sind, Rechtsabteilungen vorhanden sind, dass es immer noch eine gewisse Furcht gibt davor, sich mit Springer und speziell mit Bild anzulegen. Die Enthüllungen kommen letzten Endes nicht aus Deutschland, sondern aus den USA. Es ist dieser lange Artikel in der New York Times über den Medienkonzern Axel Springer und die Vorwürfe gegen Julian Reichelt, über den der Bild-Chefredakteur stolpert. Für den Springer-Konzern geht es um viel, denn Vorstandsvorsitzender Matthias Döpfner strebt auf den amerikanischen Markt mit Politico und Insider, will man zum stärksten digitalen Verleger der Medienwelt werden. Also wenn eine große amerikanische Zeitung in einem Markt, in dem Springer mit Politico was vorhat und auch groß was vorhat, wenn so eine Enthüllung kommt, dann kann man das kaum mehr ignorieren. Mit der personalpolitischen Notbremse will Springer größeres Ungemach in den USA verhindern. Und damit ist das System Reichelt erst einmal Geschichte. Und wir haben jetzt noch weitere wichtige Meldungen vom Tag in Kurzform. Der Streit zwischen der EU und Polen spitzt sich weiter zu. Weil Polen darauf beharrt, dass polnisches über EU-Recht steht, hat Kommissionspräsidentin von der Leyen mit schweren Sanktionen gedroht. Polens Premier Morawiecki wirft der Kommission Erpressung vor. Katrin Glock ist mit ihrer Beschwerde gegen die NEOS-Abgeordnete Stefanie Crisper beim Verfassungsgerichtshof gescheitert. Konkret ging es um Aussagen Crispers im Ibiza-Untersuchungsausschuss, wonach Glock für die Tätigkeit im Ausdruckkontrollaufsichtsrat nicht ausreichend kompetent sei. Auch eine Beschwerde des suspendierten Sektionschefs im Justizministerium, Christian Pilnacek, wegen Chatveröffentlichungen wurde vom VfGH abgewiesen. Die Landespolizeidirektion Burgenland ist selbst Opfer eines Diebstahls geworden. Rund 55.000 Euro wurden aus zwei Tresoren entwendet. Medienberichte, wonach es sich um beschlagnahmtes Geld aus der Kommerzialbankpleite handeln soll, sind laut dem Innenministerium falsch. In Deutschland ist eine ehemalige KZ-Sekretärin wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen angeklagt worden. Die 96-Jährige hatte im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig gearbeitet und habe bei der systematischen Tötung von Gefangenen Hilfe geleistet, so die Staatsanwaltschaft. In der Wiener Hofburg wurden der Robert Hochner sowie der Kurt Vorhofer Preis verliehen. Der Hochner Preis ging ausnahmsweise an zwei Personen. Ausgezeichnet wurden Elke Ziegler aus der Ö1 Wissenschaftsredaktion und Puls 4 Moderatorin Alexandra Wachter. Der Vorhofer Preis ging an Walter Hemmerle, den Chefredakteur der Wiener Zeitung. Allen drei ausgezeichneten Kolleginnen gratulieren wir sehr herzlich. Und nein, heute wird nicht getanzt. Das Wetter. Mit einer föhnigen Südströmung kommt morgen noch einmal sehr milde Luft nach Österreich. Am Donnerstag kühlt es wieder ab und die restliche Woche verläuft dann eher kühl. Morgen setzt sich in ganz Österreich die Sonne durch und mit auflebendem Südwind wird es sehr warm. Die Höchstwerte liegen am Nachmittag zwischen 19 und 23 Grad. Am Donnerstag kühlt es mit Regenschauern wieder ab, nur im Osten wird es noch einmal sehr mild. Letzte Schauer ziehen am Freitag durch. Mit kräftigem Westwind geht die Temperatur dabei weiter zurück. Aber morgen gibt es noch mal eine Chance auf den Schanigarten. Und damit verabschieden wir uns für heute von allen, die wir Dreiser zugeschaut haben. Danke für Ihr Interesse. Einen schönen Abend noch aus Wien. Bei uns in OF2 sehen Sie jetzt in Kreuz und Quer das Porträt eines spannenden Kirchenmannes. Bischof Helmut Kretzel ist einer der letzten direkten Zeugen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Am Samstag wird er 90 Jahre alt. Der langjährige Wiener Weihbischof und der Kardinal König über Gruer bis Schönborn hat auch Konflikte mit der Glaubenskongregation in Rom nicht gescheut. Und in der ZIB Nacht ist heute die Bildungspsychologin Christiane Spiel zu Gast zum Thema Unis und Corona um 23.01 Uhr in ORF1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen.